An welchem Ort der Erde finden sich die größten Daueroptimisten? Die Antwort ist einfach an der Wall Street. Und der Grund dafür ist ziemlich einfach. Man will ja etwas verkaufen. Und deswegen ist es kein Zufall, dass extrem viele Aktien eine Kaufempfehlung durch Bankanalysten haben und nur sehr wenige Aktien eine Verkaufsempfehlung durch Analysten haben. Und die Wall Street tendiert also dazu, immer die Dinge so ein bisschen rosarot zu sehen und zu sagen, naja, ist doch super, wir haben bald einen Rückgang der Inflation, die Wirtschaft, der geht's doch gut. Wir werden maximal ein Soft Landing sehen, vielleicht aber gar kein Landing, und die Zinsen werden trotzdem durch die Fed gesenkt, weil ja die Inflation zurückgeht. Das ist das rosarote Optimalszenario letztendlich an der Wall Street. Aber vielleicht müsste man viel eher die Frage stellen, naja, was ist denn noch schlechter für die Aktienmärkte? Entweder dass die Zinsen oben bleiben und weiter steigen, damit latent Liquidität entzogen wird und jede Hosse kommt über Liquidität, oder es kommt eine Rezession, und Rezession heißt sinkende Umsätze, sinkende Gewinne, sinkende Margen, und das stellt dann eben die Bewertungsfrage für die Aktienmärkte. Und die heutigen JOLTS, offenen Stellen in den USA, die früher überhaupt nicht beachtet wurden, aber in den letzten Monaten immer stärker in den Fokus geraten sind, auch weil Jerome Powell eben gesagt hat, naja, die schauen wir uns sehr, sehr genau an. Und bis vor kurzem gab es auf einen offiziell Arbeitslosen 2 offene, angebotene und nicht besetzte Stellen in den USA. Das war sozusagen die Hauptbegründung, die gestern James Bullard noch von der Fed gebracht hat, für die US-Notenbank zu sagen, naja, siehst du, wir haben doch hier wirklich noch einen sehr, sehr heißen Arbeitsmarkt, da können wir nichts tun. Aber dann kamen, wie gesagt, heute die JOLTS rein mit 9,93 Millionen. Erwartet waren 10,4 Millionen, also 500.000 weniger. Dazu wurde vor allem der Vormonat massiv nach unten revidiert. Das hat man so eigentlich selten gesehen. Und jetzt zunächst mal die Aktienmärkte. Die Zahlen kamen um 16 Uhr an der Wall Street, haben positiv reagiert. Super schlechte Daten bedeutet ja, dass die Fed dann bald die Zinsen senken kann. Aber dann hat man nochmal nachgedacht und sich gesagt, jetzt ist offenkundig die Abkühlung auch auf dem Arbeitsmarkt angekommen. Und der Arbeitsmarkt ist ja ein nachlaufender Indikator, der sehr spät reagiert. Und dementsprechend ist das Szenario jetzt einfach präsent, dass wir schon ganz kurz vor einer Rezession stehen oder vielleicht sogar schon in einer Rezession sind. Und da war es dann schnell vorbei mit der Partystimmung an den Aktienmärkten heute. Hier sehen wir das. Wir haben jetzt die niedrigste Zahl auch bei den Hires, also bei den Einstellungen, seit Mai 2021. Gestern hatten wir den ISM-Index Gewerbe mit dem schlechtesten Wert seit Mai 2020, also im Grunde seit Corona. Und das ist doch eine ziemliche Abweichung nach unten, die wir zuletzt im Corona-Crash gesehen haben, was diese JOLTS-Daten betrifft. Und aus einer schlechten guten Nachricht wurde eine schlechte Nachricht, denn bisher ist es ja weitgehend so, dass schlechte Nachrichten aus Sicht der Aktienmärkte gute Nachrichten sind, weil eben dann die Fed vielleicht die Zinsen nicht mehr anhebt, sondern sogar senkt. Aber jetzt könnte es sein, gerade im Vorfeld, der am Freitag, am Karfreitag kommenden US-Arbeitsmarktdaten, den Non-Farm Payrolls, dass schlechte Daten auch wirklich schlechte Daten sind, weil man dann realisiert, eine starke Abkühlung in eine Rezession hinein kann nicht gut für die Aktienmärkte sein, zumal wenn die so hoch bewertet sind. Und jetzt sehen wir, wie die Märkte reagieren. Einen starken Fall der Renditen, nämlich bei Staatsanleihen. Dagegen sind die Junk Bonds, also die schwachbonitären Unternehmensanleihen, so das schlechtere Spektrum bei Unternehmensanleihen, da sind die Renditen, die Ausfallprämien gestiegen. Denn man sagt sich, wow, wenn jetzt eine Rezession kommt, dann ist das nicht gut für die Unternehmen, die ohnehin schwach auf der Brust sind. Hier sehen wir nochmal die 10-jährige US-Staatsanleihe auf 3,33% gefallen. Und Mike Wilson, den Sie hier unten im Bild sehen, der hatte gestern oder war es vorgestern gesagt, ja, wenn die Renditen weiter fallen, dann ist das nicht aus einem guten Grund, sondern aus einem schlechten Grund, nämlich, dass die Wirtschaft in eine Rezession fällt. Und genau das wird jetzt an den Märkten gespielt. Natürlich auch die Rate Hike Odds, also die Wahrscheinlichkeiten, wie es denn ausschaut jetzt mit den Zinsen in nächster Zeit, sind nach unten gegangen. Das war zunächst mal Partygrund, ist aber bei zweiten Hinsehen dann eher ein besorgniserregendes Zeichen. Und gestern noch
hatte James Ballard, wie schon gesagt, von der Fed klar gemacht, also der Arbeitsmarkt, der ist so super stark, das gibt uns noch praktisch die Möglichkeit, die Notwendigkeit weiter die Zinsen anzuheben, aber wir sehen, das geht schon ziemlich deutlich nach unten jetzt bei diesen Jobs und wir haben ja viel gehört von den Entlassungen im Tech-Sektor, aber jetzt haben wir von Entlassungen bei Walmart, bei Apple, bei McDonald's, also das kommt jetzt mehr und mehr auch in die normale Wirtschaft, nicht in die Tech-Wirtschaft, da kommt diese ganze Geschichte an. Und hier sehen wir, wie die Fed Fund Futures jetzt praktisch Dinge bepreisen, die sich James Ballard gar nicht vorstellen kann, der ja die Zinsen weiter in Richtung 6% anheben wird. Die Märkte sagen, nein, das wird nicht passieren und in der Regel sind die Märkte da schon ein bisschen schlauer. Warum? Weil sie spekulieren, weil es bei ihnen um was geht. Man kann Geld verlieren, wenn man da auf der falschen Seite liegt, während die Fed eben, wenn man so will, eine Regierungsagentur ist, die immer reagiert, statt zu agieren. Das ist der Grund, warum die Fed sich meistens irrt. Wer keine Haftung hat, wer nicht für sein eigenes Handeln wirklich unmittelbar zur Konsequenz gezogen wird, der agiert letztendlich anders. Das ist eben auch so bei Leuten im öffentlichen Dienst gegenüber Unternehmern. Da hast du eine andere Risikosituation. Deswegen musst du dir schon ein bisschen genauer überlegen, was du tust. Dagegen im öffentlichen Dienst oder Beamte oder wie auch immer, wenn die nichts grob falsch machen, dann ist da schon alles in Butter. Die müssen nur zur Arbeit gehen. Das reicht sozusagen, jetzt keine Beamtenschelte, aber Sie wissen, was ich meine. Da sind einfach diese Leute näher dran. Ich hatte gestern gesagt, auch die OPEC ist näher dran, die ja mit der Kürzung vor allem auf die erwartete Nachfrageschwäche bei Öl respektive auf die schwache Konjunktur reagiert. Und diese Herrschaften bei der OPEC, die haben mit der ganzen Welt zu tun. Die wissen genau, wie die Ölnachfrage in den verschiedenen Ländern ist. Also sind die letztendlich viel näher am Markt dran. Am Markt dran ist auch das, was Sie hier sehen, nämlich Gold massiv gestiegen, Kupfer deutlich gefallen. Das ist die sogenannte Gold-to-Copper-Ratio und das ist ein Barometer für die, wenn man so will, für die Weltwirtschaft. Hier sehen wir, wie man da reagiert hat, aber insgesamt sehen wir, dass natürlich die Fed jetzt in einer ziemlich dummen Situation ist. Nächste Woche, dazu gleich mehr, kommen ganz frische, wichtige Daten, aber es sind oder es werden die Kritiker der Fed immer lauter. Man hat ja aufgrund wahrscheinlich eines idiotischen Modells gedacht, ja, Inflation wird nie wieder so ein richtiges Problem. Dann kam die Inflation, dann hat man gedacht, hüpp, transitory, und irgendwann merkte man nicht transitory und musste voll eben in die Bremsen gehen, respektive die Zinsen anheben. Aber auffallend ist, wie El Erian hier beobachtet, dass immer mehr vor allem vormalige Notenbanker der Fed die aktuelle Fed sehr, sehr stark kritisieren und sagen, da ist echt was schief gelaufen. Also da ist etwas so latent im Busch, was ich mal in einem Video gesagt hatte. Das ist das Anfang vom Ende der US-Notenbank, vielleicht von den Zentralbanken insgesamt. Denn das, was jetzt kommen kann, das wird ziemlich bitter, vor allem wenn die Inflation doch nicht runtergeht. Wir sehen also eine Abkühlung der Wirtschaft, die scheint immer eindeutiger. Aber was ist, wenn die Inflation oben bleibt? Dann haben wir eine Stagflation. Denn jetzt schauen sich hier mal das Modell der Cleveland Fed an für die Inflationsdaten, CPI, die am 12. April kommen. Das ist also der Mittwoch in einer Woche. Da ist man bei 0,5%. Das wäre höher als im März bei 0,3%. Und das ganze Narrativ der Märkte basiert ja darauf, der Wirtschaft geht es doch ganz ordentlich, da wird nichts Schlimmes kommen. Einerseits, auf der anderen Seite, die Inflation kommt runter, also kann die Fed noch die Zinsen senken. Goldilocks eben beste aller Welten. Aber was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Dann kann die Fed irgendwie schlechterdings die Zinsen senken, während gleichzeitig aber dennoch die Wirtschaft deutlich abkühlt. Und warum kühlt die Wirtschaft deutlich ab? Weil wahrscheinlich die Effekte der sehr schnellen Zinsanhebungen erst mit Verzögerung wirksam werden, weil das vorher gewissermaßen überspült wurde durch die Liquidität, die im Rahmen dieser ganzen Stimulusmaßnahmen während der Corona-Zeit eben der Fall waren. Aber langsam merkt man sozusagen, wie die Daumenschrauben sich immer stärker anziehen. Und das könnte dann eine echt interessante Geschichte werden. Jetzt sagen manche vielleicht, ja, aber guckst du in die Vergangenheit?
Wenn die Fed die Zinspause gemacht hat, dann liefen die Aktienmärkte an der Wall Street in der Regel sehr, sehr gut in den nächsten Monaten. Wir sehen das hier 1984 11%, 89 10%, 95 21%. Nur im Jahr 2000 war das anders, aber ansonsten immer sehr, sehr positiv. Aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, wie nahe sind wir an einer Rezession? Und wenn wir nahe in einer Rezession sind oder vielleicht sogar schon drin sind, dann könnte es unschön werden. Und dieses Muster, das wir immer wieder gesehen haben, Aktienmärkte mit einer Rallye, wenn die Fed die Zinsanhebungen pausiert oder stoppt, dann haben wir ein anderes Szenario. Und hier, wie Alf dann weiter sagt, also 2000 sah es lange danach aus, als wäre das Schlimmste bereits hinter uns. Hier ist 2007 sprach man auch immer wieder noch von einem Soft Landing, kurz vor der Eskalation der Finanzkrise. Jetzt hatten wir 2023 von überhaupt keiner Landung gesprochen. Also die Wirtschaft bleibt stark und die Inflation geht gleichzeitig zurück. Aber meistens sieht es aus wie ein Soft Landing ganz kurz vor einer Rezession, so schreibt Alf. Und ich glaube, da hat er einen Punkt. Hier Barry Stern liegt, ein sehr erfolgreicher großer Investor. Der sagt, ja, ich denke, die Inflation geht stark zurück. Man sieht schon, dass bei den Preisen für Nahrungsmittel, Energie, weiß man nicht, wie jetzt diese ganze Geschichte mit der OPEC weitergeht. Aber you're seeing lots of things going down. Auch Wage Growth, also der Lohnwachstum, this isn't a bull market. Also das ist kein Bullenmarkt. Normalerweise würden ja alle sagen, ja super, wenn die Löhne wieder zurückgehen, nicht mehr so stark steigen zumindest. Wenn die Inflation zurückgeht, dann ist das doch super bullish. Nein, sagt Barry Sternlicht. Mal sehen, ob er recht hat oder nicht. Aber jedenfalls diese ganze Rallye der Aktienmärkte basierte eben auf diesem Goldilocks-Szenario. Und dieses Goldilocks-Szenario wurde ausgelöst letztendlich durch die Bankenkrise. Also alles Geld in die großen Tech-Werte, Apple und Konsorten, Nvidia, wie sie alle heißen, sodass letztendlich seit Beginn des Jahres eigentlich nur 20 Aktien gestiegen sind. Aber das waren eben die Schwergewichte. 480 Aktien sind nicht gestiegen. Oder deren Marktkapitalisierung hat sich praktisch nicht verändert. Also dieser Markt, der hängt an diesen großen Tech-Werten. Und insgesamt, wenn man sich mal die Sektoren anschaut im S&P 500, dann hat der Bereich Technologie mit einer Price-Earnings-Ratio, die 38% über dem Durchschnitt des S&P 500 liegt, eine Bewertung erreicht, die sogar die Bubble Ende 2021 nochmal übertrifft. Also Tech ist faktisch teurer in Relation zum S&P 500, als es gewesen ist, selbst in diesen Hochzeiten, als die Aktienmärkte Ende 2021 nochmal ihr Hoch erreicht hatten, ein Allzeithoch erreicht hatten, der S&P bei 4.800 Punkten. Dann aber gleich Anfang des Jahres kam die Fed und hat gesagt, wir werden die Zinsen anheben. Dann war die Party ja erstmal vorbei. Hier sehen wir mal die 11 Sektoren im S&P 500. Und hier sehen wir, wie viele davon über ihrem 20-Tages-Durchschnitt als Gesamtsektor handeln. Es gibt ja für jeden Sektor sozusagen auch ein ETF. Und wenn man da guckt, ja, wie viele dieser 11 ETFs handeln über ihrem 20-Tages-Durchschnitt, dann sind wir da ganz, ganz oben. Normalerweise bleibt das nicht so lange, aber viele werden gerade in solchen Situationen extrem bullisch, auch wenn zum Beispiel wir, wie hier beim SPY, also dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500, die Candlestick, also die Kerze, sogar oberhalb des Bollinger Bandes geschlossen hat. Jetzt schauen Sie sich mal dieses Bollinger Band an. Das sind also diese zwei, Kurven, die hier erkennbar sind. Ganz selten, dass ein Kurs drunter geht, letztendlich auch drunter schließt oder darüber schließt. Das sind schon Extremsituationen, aber alle werden dann besonders bullisch. Und natürlich war das ein Squeeze auch von Short-Positionen. Das hat viele dann auch in den Markt gespült, etwa CTAs, diese Vermögensverwalter. Die müssen dann prozyklisch mit, weil, ich hatte das schon öfter gesagt, es gibt nichts Schlimmeres für einen professionellen Geldverwalter, als wenn du eine Rallye verpasst. Wenn du einen Abverkauf mitnimmst, dann nehmen ihn alle mit. Dann kannst du sagen, ja siehst du, konnte doch keiner wissen. Aber die Rallye zu verpassen, ist gewissermaßen eine Todsünde. Also verstärkte die Rallye letztendlich die Rallye. Ist die Bankenkrise vorbei? Nein, sagte Jamie Dimon, Chef von Morgan Stanley, sondern von JP Morgan. Und er hat hier nochmal den schwarzen Peter auch der US-Notenbank Fed zugeschoben. Ja, die wurden doch dazu angehalten, diese Staatspapiere zu halten.
Und schlimmer noch, ergänzte, hat die Fed die Banken nicht auf die Folgen eines Zinsanstieges hingetestet. Damit hat er natürlich völlig recht, aber was will Jamie Dimon erreichen? Er will vor allem erreichen, dass die Regulatorik nicht noch strenger wird in den USA. Er ist ja letztendlich auch ein Lobbyist des Bankenverbandes, könnte man sagen. Aber es ist schon eine ziemlich offene Kritik an der US-Notenbank Fed. Jetzt kommen wir zu unserem heimischen geliebten DAX, der heute ja ein neues Jahreshoch erreicht hat. Ich glaube, höchster Stand seit 16 Monaten, deutlich über der 15.700er Marke. Aber dann hier diese unschönen Doch, den Sie hier sehen, und die Kerze nach unten, das könnte jetzt ein Wendepunkt sein, muss man sehen. Der Chart, by the way, von Capital.com, meine Damen und Herren, falls Sie jetzt fragen sollten, von wem war denn dieser wunderbare Chart, aber vielleicht nicht so wunderbar ist das, was man jetzt aktuell aus Vietnam mitbekommt. Vietnam ist inzwischen einer der zentralen Hubs für die Smartphone-Exporte. Warum? Weil viele Firmen eben, gerade amerikanische Firmen, die gehen oder verlagern Produktion aus China raus nach Vietnam, weil in China zu heiß ist. Da weißt du nicht, wie geht es mit Corona oder mit der letztendlich der Regierungspolitik dazu, dieser Clash zwischen den USA und China, eben diesen Systemkampf. Also geht man raus nach Vietnam, und hier sehen wir, dass Smartphones, das ist das größte Exportprodukt, das Vietnam inzwischen hat, dass hier die Exporte von Smartphones um 15% zurückgegangen sind, Elektronikexporte um 10,9% gesunken sind. Also das sind so Frühindikatoren aus meiner Sicht für das, was da kommen wird. Und ja, diese Geschichte Geopolitik nochmal. Heute Morgen hatte ich getitelt, OPEC, ist das eine Attacke auf die USA und den Dollar? Und jetzt hat der saudische Kronprinz gesagt, ich will nicht länger die Amerikaner bitten. Offenkundig war ja eigentlich versprochen seitens der amerikanischen Regierung, die Ölreserven, die zuletzt deutlich reduziert wurden, wieder nach oben zu fahren. Das ist nicht passiert. Und letztendlich ist dieser Bruch für die Amerikaner natürlich auch eine Sicherheitsthematik, denn in dieser Region sind sehr viele amerikanische Soldaten. Es gab den Petrodollar, das war letztendlich eine Vereinbarung zwischen den USA und Saudi-Arabien, dass Öl nur in Dollar abgerechnet wird. Ich hatte schon gesagt, die BRICS überlegen, eine eigene Währung zu machen. Und auf der anderen Seite, und auch das ein wichtiges Signal, die Bank of Baroda in Indien, eine wichtige Bank in Indien, hat alle Clearing-Operationen, alle Clearing-Zahlungen gestoppt für Öl, russisches Öl, das über 60 Dollar liegt. Das deutet darauf hin, dass Indien sich also im Zweifel dann doch für die Amerikaner entscheidet. Das sind hochbrisante Dinge, die da derzeit passieren. Und interessant auch, dass dann, als diese OPEC-Fördermengenkürzung verkündet wurde, am Anleihemarkt saudische Anleihen stark verkauft wurden. Wer hat das gemacht? Wer hat das getan? Amerikanische Investoren, weiß man nicht. Jedenfalls sagt Open 6, also wir sehen perspektivisch den Ölpreis jetzt weiter steigen, weil es bald zu wenig davon geben wird. Abschließend noch drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. JP Morgans Topstar-Stratege Kulanovic, der sagt, das ist die Ruhe vor dem Sturm für Aktien. Dagegen sagt die Bank of America, ja, es herrscht so viel Pessimismus unter den großen Investoren, dass das schon wieder sehr bullisch ist. Das ist die zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, Gold ist ja durch die Decke geschossen nach den Jolts-Daten. Warum, wieso, weshalb, erfahren Sie da. Also drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.